Komisch, der Zug hat kaum Verspätung. Irgendwas stimmt hier nicht. Sie befinden sich in der S3-Richtung. Warte mal, ich bin die S3. Sie sind in mir. Boah. Jetzt haben wir den Salat. Boah. Rein in die Futterluke. Das war's. Ich fahre nie wieder mit der Deutschen Bahn. Freunde, kennt ihr das? Ihr setzt euch in einen Zug, der aber niemals sein Ziel erreicht. Es passieren komische Dinge, wie Sitze ändern ihre Farbe oder Menschen verschwinden einfach. Deswegen spielen wir heute nämlich das Spiel Shinkansen 0. Und es handelt sich um ein Spiel, wo wir Anomalien suchen müssen. Und wir befinden uns direkt, Leute, in dem Spiel. Und hier steht es, keine Anomalie in diesem Bereich. Und Leute, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird noch ein gruseligeres Spiel sein. Und by the way, ihr habt das letzte Video komplett auseinandergenommen. Also wirklich vielen, vielen Dank, Leute. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Ich glaube, ihr steht auf Züge. Ich weiß es nicht wieso. Aber ja, Leute. Ich würde sagen, starten wir mal direkt mit dem Spiel. Und was ist das hier? Okay, da können wir wohl nicht ans Telefon gehen. Na gut, dann gehen wir einfach mal in den Zug rein, Leute. Holen uns unsere Pepsi. Gehen einfach mal in den Zug. Okay. Sieht halt wie so ein typischer ICE aus, muss man sagen. Zugwaggon Nummer 7. Okay. Okay, welchen Sitz sollen wir uns jetzt aussuchen? Okay, wait. Junge, ich glaube, der pennt. Hallo, Mister? Okay, ich störe den mal lieber nicht. Alles klar, Leute. Da würde ich sagen, welchen Sitz soll ich eigentlich nehmen? Ist ein bisschen leer, dieser Zug. Ich meine, wir sind ja auch hier 3 Uhr nachts unterwegs. Oh, hallo, kleiner Junge. Immerhin ist der auf, ne? Was geht ab, kleiner Junge? Willst du nicht reden? Okay, was steht hier auf dem Text? Drehe um, wenn es eine Anomalie gibt. Oh, ich muss mir den ganzen Zug also komplett in- und auswendig merken, wie er ausgesehen hat. Ah, das ist also so eine Art Spiel. Na gut, aber ich kann mir noch nichts merken, wenn ich nicht weiß, wie der Zug vorher ausgesehen hat. Also, keine Anomalie in diesem Bereich. Dann gehen wir mal weiter. Okay, alles klar. Wir sind immer noch in Waggon Nummer 7. Okay, irgendwas stimmt hier nicht in diesem Zug. Ich muss einfach... Konnichiwa, hallo. Was mache ich hier? Ja, ich frage mich auch, was ich hier mache. Okay, wir sind schon uns wieder begegnet. Ja, das stimmt. Spielst du also auch das Spiel? Über welches Spiel reden wir? Ich bin schon ganz aufgeregt. Aha. Meine Schwester schläft die ganze Zeit. Da war mir echt langweilig. Egal, wie lange ich warte. Sie wacht einfach nicht auf. Okay, das ist komisch. Aber jetzt, da du mit mir spielst, bin ich wieder gut drauf. Weißt du, wie man das Spiel spielt? Ich klicke einfach mal auf Nein. Regeln sind ganz einfach. Wenn dir etwas Ungewöhnliches auffällt, dann geh zurück. Wie man das Spiel beendet? Erreiche Waggon 0 und betätige die Bremse im Führerraum dahinter. Bei den Toiletten gibt es keine Anomalien. Alles klar? Okay, ja, ich hab's verstanden. Super, dann sehen wir uns später. Alles klar. Oh Mann, ey. Ich muss mir den ganzen Zug merken. Beginnt das schon ab hier? Ich weiß nicht. Ich muss mir alles merken. Die Farbe, das Muster. Es könnte alles sein. Macht gerne auch in den Kommentaren mit, wenn euch irgendeine Anomalie auffällt. Und schreibt gerne auch in die Kommentare, würdet ihr gerne mit der Deutschen Bahn fahren? Und ja, ich weiß, das sind hier alles chinesische Schriftzeichen. Aber es sieht sehr nach einem deutschen Zug aus. Na gut, mir ist nichts Krasses aufgefallen. Deswegen, I don't know, ob das Spiel jetzt schon begonnen hat. Was ist das hier für ein Film? Oh Gott. Das Filmplakat ist schon creepy. So, ich glaube, das Spiel beginnt ab jetzt. Dann schauen wir mal. So, ist der Typ noch da? Ja, er ist immer noch da. So, ist der Junge hier? Hallo, lieber Junge. Wait. Moment. Der Junge ist verschwunden. Aber ich weiß nicht, ob das eine Anomalie ist. Ich glaube, der Junge weiß ja, dass wir das Spiel spielen. Oh mein Gott! Diese weißen Tücher für den Kopfbereich, für den Nacken. Da sind Köpfe drin. Holy moly! Das sieht... Alter! Okay, dreh um, wenn es Anomalie gibt. Alles klar. Ah, okay. Wir sollen jetzt also zurücklaufen, wenn ich was gefunden habe. Und gefühlt jeder Sitz hat einfach diese Kopf, der einfach aus diesem Textil da rausguckt. Yo, das ist zu creepy. Das ist einfach gruselig. Ich mag aber diese Art von Spielen. Let's go! Wir sind in den nächsten Waggon gekommen. Okay, wir sind jetzt bei Stufe 6 angekommen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir hier was sehen. Irgendwas stimmt hier mit dem,
mit dem Hintergrund nicht. Seht ihr, dass es flackert? Shinkansen 0 nach Tokio. Ah, da fahren wir also. Deutsche Bahn bietet also Service nach Tokio auch an. Also, mir fällt ehrlich gesagt nichts auf. Die Schwester schläft immer noch. Hier. Ah, ich wollte gerade sagen, dieser Koffer ist trotzdem da. Hm, schade. Nein, ich sehe keine Anomalie. Also, in dem Fall muss ich ja jetzt nach vorne gehen, nicht wahr? In dem Fall muss ich einfach nach vorne laufen. Und, ist es richtig? Nein, ich hab's nicht gefunden. Was war denn die Anomalie? Ich habe keine Ahnung, was es war. Yo, der Typ, der ist aufgewacht. Hä? Bro, der ist einfach aufgewacht. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine Anomalie ist, dass der Typ aufgewacht ist, aber das ist safe nicht normal. Das ist safe call nicht normal. Und die Schwester, sie ist am Schlafen. Ich sag's mal so, wenn es eine Anomalie ist, dass der Typ aufgewacht ist, dann muss man hier wirklich auf jedes kleinste Detail achten. Also gehen wir mal zurück und liegen wir richtig. Ja, yes, das war's, Leute. Jetzt pennt er wieder. Jetzt pennt er wieder. Na, ich hab dich gesehen, mein Freund. Ich hab dich gesehen. So, aber ich setze mich jetzt einfach mal hin. Hören wir mal durch die Durchsage. Okay. Auch nicht schon wieder. Nee, der Witz war beim ersten Mal schon schlecht. Nee. Nee. Nee, bitte nicht. Nein, nein, nein. Okay, dann schauen wir mal auf die Muster. Es könnte halt for real so gut wie alles sein, was hier anders ist. Ich finde hier keine Anomalie. Bitte sagt mir, dass es keine ist. Komm. Please, 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 please. Es ist keine Anomalie. Bitte, es ist keine Anomalie. Es ist keine Anomalie. Es ist... Yes! Let's go! Okay, so weit waren wir noch nicht. Wir sind jetzt in Waggon Nummer 5. Wir müssen bis 0 kommen und dann können wir den Zug aufhalten. So, der Typ pennt immer noch. Ah ja. Okay, okay. Warte mal. Hört ihr das? Das Wasser. Yo, da tritt Wasser aus. Hey, Ma'am, Sie müssen kurz aufstehen. Warum tritt da Wasser aus? Leute, der Zug. Oh Gott. Yo. Anomalie, ich muss zurück. Oh mein Gott, der Zug flutet mich. Na los, wir müssen zurück. Beeilung, bevor wir geflutet sind. Oh mein Gott. Alter. Bro. Ey, um meine Haaresbreite wäre ich einfach ertrunken im Zug. Im Zug? Ist das irgendwie ein Atlantikzug? Was? Haben Sie das nicht mitbekommen? Sie haben einfach weitergepennt in der Zeit. Komischer Kerl. Aber ja, was willst du machen? Wir sind schon mal bei Zug Nummer 4 angekommen. Wir machen uns gut, wir machen uns echt gut. Also, es sieht alles normal aus. Okay, also, wenn ich jetzt ehrlich bin, mir fällt wirklich nichts auf. Also, bitte sag mir, dass es keine Anomalie gibt. Please. Ach, das ist jetzt echt nicht euer Ernst. Hey, yo. Das Ding ist nicht normal. Das Ding ist definitiv nicht normal. Da war ein Mensch. Da war ein Mensch. Leute, das war ein Mensch. Das war eine Anomalie. Alter. Okay. Also irgendwie scheint der Zug mir relativ normal zu wirken. Moment. Was ist das? Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber das ist definitiv eine Anomalie. Holy moly, wie sieht das denn aus? Junge, wie gruselig einfach. Naja, easy peasy, Leute, let's go. Wir sind jetzt in Zug Nummer 3, Waggon Nummer 3. Aber jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es so einfach bleibt. Okay, ich check die Fenster eben. Also, in dem Fall sehe ich keine Anomalie. Los, komm. Sagen wir, es gibt keine Anomalie. Komm schon, bitte. Bitte. Come on. Ja, let's go. Yes. Noch zwei Stück. Dann sind wir durch. Dann haben wir es geschafft. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann mir nicht denken, dass es hier keine Anomalie gibt. Also gut, ich habe jetzt überall durchgeschaut und ich denke, es ist keine Anomalie da. Bitte. Aber es kann nicht zweimal in Folge sein. Jawohl. Let's go. Komm, noch eine Anomalie. Oh mein Gott, das ist wieder das mit den Lätzchen. Ja! Yes!
Juhu! Jawohl, Leute. Wir haben die nächste Anomalie gefunden. Das ist gut, das ist gut. Also es sieht so aus, als würden sich manche Anomalien also auch ab und zu wiederholen können. Aber das ist gut, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir in den Conductor-Raum gehen. Let's go! Wir sind bei Null angekommen. Jawohl! Aber warum? Es gibt immer noch Waggon Nummer 0. Ich check's jetzt nicht. Muss ich jetzt immer noch weitersuchen? I don't know. Also, beim zweiten Mal war es eigentlich ein easy run. Okay, ich erkenne nichts. Also, würde ich sagen, gehen wir durch, oder? Komm schon, komm schon. Ist hier was? Ah, warte mal. Okay, 20. Was heißt das? Was heißt das? Leute, wo ist denn diese... Ich bin doch jetzt da, oder nicht? Ich hab's doch geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Da ist es jetzt. Da ist der Durchgang. Wir müssen jetzt einfach straight durchlaufen. Junge, der Typ, der sitzt halt in jedem Waggon. Sei war der Klon von dem Klon von dem Klon. Bro, oh, was geht denn jetzt ab? Wo kommt das Geräusch her? Alter, ich hab bald einen Herzinfarkt bekommen. Stellt der Zug gerade ein. Sind wir angekommen? Was heißt das? Unfall mit Personen, Menschen. Es gab einen Unfall. Aus Sicherheitsgründen werden wir eine Weile lang anhalten. Leute, ungelogen. Das gleiche ist mir vor 4 Wochen in München passiert. Genau das gleiche. We have a stop in the mobility. Entschuldigung, wir haben eine Probleme. Let's go! Let's go! Ich hab's geschafft, Mann! Oder was lädt? Was lädt? Was ist passiert? Wo bin ich? Wo bin ich? Hey! Das ist der Junge von gerade eben! Was geht, Mann? Sind wir jetzt angekommen? Haben wir es geschafft? Ah, ich bin super. Dankeschön. Ich hab's geschafft. Ja, Mann! Suchst du was? Ja. Wo ist der Ausgang? Dachtest du etwa, hier ist schon der Führerraum? Ist das etwa nicht der Fall? Das soll so ein Scherz sein. Nein, ich glaube, du machst gerade Witze. Wusstest du nicht, dass es in Shinkansen auch noch die Green Cars gibt? Das ist quasi die erste Klasse. Oh, stimmt. Züge haben auch noch eine erste Klasse. Ich dachte, das wäre klar. Ja. Willst du wissen, wie man zum Führerraum kommt? Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt durch andere Züge durchlaufen. Das wird jetzt nur noch gruseliger. Natürlich durch die Green Cars. Vorhin habe ich hinter Waggon 0 gesagt. Da meinte ich Waggon 0 bei den Green Cars. Oh, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Hm. Jetzt ist es genau andersherum. Solltest du eine Anomalie bemerken, geh weiter. Und wenn alles normal ist, geh zurück. Achso, jetzt ist es andersrum. Ach ja, wenn du 3 Fehler machst, kommt der Geist dich holen. Ja. Ja, natürlich. Es kommt ein Geist. Ich mache diesmal 3 Fehler und ein Geist holt mich. Ja, natürlich. Leute, ich will, dass das nicht passiert. Also ich lasse es nicht zu. Ich drück dir die Daumen. Also, weißt du, ich frage mich, wieso wir hier sind. Findest du es auch nicht voll seltsam? Egal, schon gut. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, das Spiel zu schaffen. Wir sehen uns. Okay, Junge. Alles klar, wir packen das. Wir packen das. Leute, ich bin jetzt einfach durch diesen Waggon gegangen und aus irgendeinem Grund ist hier einfach übertrieben hell. Wir müssen hier durchlaufen, wir müssen durchlaufen, wir müssen durchlaufen, wir müssen durchlaufen. Holy moly, was war das gerade, was war das gerade, was war... Oh, ich hätte in die andere Richtung laufen sollen. Schauen wir mal, wie sieht denn die erste Klasse aus? Die muss ja luxuriös... Okay, ja, drehe um, wenn sie keine Anomalie sehen. Wow, das sieht ja richtig luxuriös aus. Aber jetzt muss ich mir den ganzen Zug doch mal von neu merken. Und wenn ich 3 Fehler mache, dann war's das. Mich holt dann ein Geist. Hallo, junge Lady. Alles mit in Ordnung? Okay, alles klar. Was wollen Sie hier? Oh, warte. Soll ich Ihnen den Platz machen? Ja, keine Sorge. Ich gehe mal eben hier zur Seite. Was haben Sie eigentlich für Snacks? Oh, yo, so Sticks. Ein bisschen Essen, Avion, ein paar Berliner oder das Mochis, ich weiß es nicht. Ein bisschen Cola, Fanta, Sprite. Habt ihr auch eine Cola Zero? Ja, wahrscheinlich. Irgendwas stimmt nicht mit deiner Stirn. Wer bist denn du? Alter, der hat grün leuchtende Augen. Alter, was ist denn das für eine erste Klasse?
Wahrscheinlich der hier von Death Note höchstpersönlich ist hier angekommen. Also gut, drehe um, wenn es keine Anomalie gibt. Also ich sehe keine Anomalie, ganz klar. Ich weiß halt nicht, was eine Anomalie ist. Die leuchtenden grünen Augen? Ja, Bro, weißt du was? Von mir aus sage ich einfach, dass es normal ist. Sagen wir, komm, das ist einfach normal. Moment. Ist das... zählt das als Fehler? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler war. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber ich glaube, das war der erste Fehler. Ich denke aber, das Essen ist anders. Das Essen müsste anders sein. Komm, sagen wir, das Essen war anders. Deswegen ist das eine Anomalie. Oh, wer bist denn du? Hallo? Ich kann das nicht so laut rufen. Was ist das für eine Sprache? Was kommt als nächstes? Ich bin ein Mensch. Na, ja. Ja, natürlich bin ich das. Ich kann sie nicht täuschen. Sie tragen einen Anzug. Okay, ich glaube, der Typ muss dringend auf Toilette. Seltsam. Sie sind nicht wie die anderen. So viel ist sicher. Also, junger Mann, wie lange sind Sie schon hier? Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Haben Sie noch andere im Zug getroffen? Ja, einen Jungen mit Kapuzenpullovi. Ich denke, das ist eine gute Sache. Dank meiner ausgezeichneten Beobachtungsgabe, meiner 84 Jahre Erfahrung, kann ich Ihnen sagen, dass die meisten Leute hier keine richtigen Menschen sind. Ach, was du nicht sagst. Ja, merke ich. Du sollst auch auf Toilette gehen. Lass sie mich etwas schlafen. Okay. Bevor ich... er hat sich einfach ausgelockt. Okay, er hat sich einfach verabschiedet. Er hat sich einfach verabschiedet, Leute. Oh Gott. Ich habe wieder einen Fehler gemacht. Es gab keine Anomalie. Es gab keine Anomalie. Okay, eine Sache fällt mir auf. Hier ist ein Licht. Das ist an. Aber da ist kein Sitz. Also da sitzt keiner. Komm, ich sag, das ist eine Anomalie. Wenn es keine ist, soll mich der Geist ruhig holen. Soll mich der Geist des fliegenden Holländers ruhig holen. Na los, bitte, 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 bitte. Ja, Leute, ich glaube, das ist der dritte Fehler. Kommt der Geist jetzt? Hallo? Sie werden vielleicht bei mir sein, wenn der Geist kommt. Ich setze mich mal eben zu ihnen. Ich meine, es ist nicht normal, dass dieser Zug sich ständig und ständig wiederholt. Aber es ist halt nichts anders. Wow, wow, wow. Wo, was ist das? Was ist das? Bro, was ist das? Was ist das? Holy moly. Okay, das ist eine Anomalie. Ich laufe mal doch lieber durch. Endlich sehen wir hier mal was. Puh, aber ich darf keinen Fehler mehr machen. Ich darf keinen einzigen Fehler. Let's go. Let's go, Leute. Yo! Yo! Der Zug hat sich verschmalert! Hilfe! Ich bin gerade gestorben. Der Zug ist einfach schmaler und schmaler geworden und hat mich zerquetscht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Hallo, Mister. Das ist eine Anomalie, oder? Ist das... Passportkontrolle ist eine Anomalie? Boah, Junge. Das Spiel ist so laut, das hat mich richtig erschrocken. Komm schon. Das war eine Anomalie. Das war mir aber auch klar. Das war mir aber auch echt klar. Hey, was stimmt nicht mit Ihnen? Sie haben mich nie angeguckt. Sie haben mich nie angeguckt. Ich habe immer gesagt, was ich zu essen will. Jetzt gucken Sie mich auf einmal an. Ist das normal? Der hat mich sonst nicht angeguckt. Wenn das die Anomalie ist, dann fress ich einen Besen. Also entweder das war die Anomalie oder ich habe gerade einfach Glück gehabt. Boah, war das crazy. Ich sehe hier keine Anomalie. Also laufe ich jetzt einfach zurück. Please, please, please. Yes, yes, yes. Ich sehe jetzt schon, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Moment. Ich dachte gerade, es ist um ihr Gesicht herum, dass es ihre Haare wären. Aber mal, Moment. Seht ihr das? Die steht einfach da. Sie steht einfach random da. Sie bewegt sich nicht. Was stimmt nicht mit ihnen? Miss? Keine Ahnung. Oh Gott, Alter. What's going on, Alter? Ja, Mann, die muss auf jeden Fall schnell in den letzten Waggon sprinten. Das war eine Anomalie. Das war aber sowas von einer Anomalie. Oh mein Gott, Leute. Ich darf... Danke. Danke, danke, danke. Was ist denn hier passiert? Meine Güte, ist das The Last of Us? Die haben mir einfach... Junge, da war diese Laptop-Frau. Die hat sich jetzt einfach in eine Tulpe... Tulpe oder ist das eine Linie? Ich weiß es nicht. Die ist einfach in Blumen verwandelt. Der Typ mit den grünen Augen ist jetzt einfach so ein Busch geworden.
Und der alte Mann, der diese Koffer haben wollte, ist einfach so ein dicker, fetter Baum geworden. Ja, das war auf jeden Fall eine easy Anomalie. Leute, Leute, wir kommen immer weiter voran. Schaffen wir es ohne einen Fehler? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich mache mal hier kurz Pause. Boah, ein bisschen kurz die erste Klasse genießen. Man sitzt ja nicht jeden Tag in der ersten Klasse. Seht ihr das? Da ist irgend so eine Silhouette. Das ist ein unsichtbarer Mensch. Ich laufe mal lieber zurück. Das ist ein unsichtbarer Mensch. Habt ihr das gesehen? Leute, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes. Oh mein Gott, Leute. Wir haben es. Was ist hier am Telefon? Man kann es nicht erreichen. Yes. 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 Let's go. Was ist denn jetzt? Hallo? 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 What's going on? Ich bin im Waggon. Ich kann jetzt zurücklaufen. Ich laufe jetzt hier schon das fünfte Mal durch. Was passiert hier? Wir sind in Waggon 4. Oh mein Gott, wir sind endlich da. Hey, sie ist aufgewacht. Endlich bist du mal wach. Was? Na, oh, was ist denn das für eine Stimme? Der Zug ist also weitergefahren und war in einer Schleife gefangen. Also du konntest den Zug anhalten. Leute, ich merke gerade, das ist gar nicht Chinesisch, das ist Japanisch. Tut mir leid, dass ich es am Anfang im Video gesagt habe. Ich weiß, es wird sehr viele getriggert haben. Und so die Schleife beenden? Oh. Irgendwas stimmt nicht. Ja, was denn, ich sag's. Du hast die ganze Zeit gepennt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, du hast geschlafen. Ich kann mich nicht erinnern, in den Zug gestiegen zu sein. Da war ein Junge im schwarzen Kapuzenpullover. Ja, das war Naoki Desu. Ich muss bei ihm gewesen sein, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Hat er gesagt, warum wir hier sind? Nein, suchen wir nach ihm. Okay, arigato gozaimasu, ja. Hast du ihn auf dem Weg hierher gesehen? Also er ist nicht bei den Green Cars. Ich habe nur, also bei den Green Cars habe ich ihn nicht gesehen. Er müsste eigentlich bei den normalen Waggons sein. Gut, lass uns suchen und verschwinden. Warte kurz. Ich darüber nach, es könnte so viel passieren. Ah, das würde ich echt schrecklich finden. Sollten wir nicht was unternehmen? Eine Schleife. Das habe ich schon mal in einem Anime oder so gesehen. Wow, welcher Anime hat so eine Schleife? Chihiros Reise ins Zauberland? Ah, ich weiß es wieder. In der Serie habe ich die Schleife unterbrochen. Wenn zwei Leute schnell in entgegengesetzte Richtung gelaufen sind. Wollen wir es damit versuchen? Aber der Zug steckt ja nicht gerade in einer Schleife fest. Hast du die Bremse betätigt, hast du die Schleife aufgehört? Ich weiß was. Warum verlassen wir den Zug nicht gleichzeitig? Okay. An beiden Enden. Ich würde zur Seite auf den normalen Waggons gehen, okay? Könntest du dann Waggon Richtung Green Cars gehen? Ja, alles klar. Geben wir unser Bestes. Beeilen wir uns. Bevor der Zug wieder weiterfährt. Let's go. Dann würde ich sagen, na los. Auf geht's. Ich gehe wieder zu den Green Cars. Warum wird's immer... Oh, ist das hell. Yo. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir sind entkommen. Ich glaube, Ending 1. Wir haben das erste Ende. Moment, es gibt noch ein zweites Ende. Das war das gute Ende, oder? Was passiert denn, wenn jetzt das böse Ende kommt? Okay, Moment. Wir machen jetzt weiter von derselben Stelle und laufen in die andere Richtung. Was wird dann passieren? Oh, ey, meine Güte. Okay, das hat jetzt sehr lange gedauert. So, dieses Mal nehmen wir die andere Richtung. Ich laufe jetzt in Richtung der normalen Cars. Ja, ich bin mir sicher. Mein Bruder ist wahrscheinlich auf der normalen Seite. Kann ich dir anvertrauen? Woher hast du es geschafft, den Zug anzuhalten? Okay. Ich werde Naoki dir überlassen. Gehen wir unser Bestes. Alles klar. Ja, hör auf zu reden. Ich bin die ganze Zeit... die redet die ganze Zeit. Alles klar, sorry für diesen kleinen Ausfall. Alles klar. Dann würde ich sagen... Ja, ich mache mich da mal auf den Weg. Okay, alles klar. Keine Ahnung, was jetzt abgeht, Leute. Wir müssen jetzt einfach in die andere Richtung laufen. Okay. Waggon Nummer 6. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hilfe!
Junge, vor allem mit dieser Musik, das ist ja ultra stressig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das stressig? Ist das stressig? Junge, ist das creepy? Das ist creepy. Das ist creepy. Das ist creepy. Es ist creepy. Es ist creepy. Lauf, 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 schrumpfen wir? Du hast diese Kreatur. Oh mein Gott, ich schaff's nicht, 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 ich schaff's nicht. Stopp, 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 stopp. Alter, das Ding war direkt hinter mir. Wir bleiben stehen. Wir bleiben stehen. Ich sehe endlich was. Ich sehe Blüten. Bäume. Ich glaube, wir haben das richtige Ende freigeschaltet. Ja. Wir halten an. Wir halten an. Oh, ja. Onii-san, ja. Ja, endlich. Schwesterherz. Wir haben das gute Ende. Wir haben das gute Ende. Ja. Ja, wir sind in Sicherheit. Geht es gut? Bist du mit uns kommen? Ja. Nein, danke, dafür ist es zu früh. Was? Natürlich komme ich mit euch mit, aber ich kann das nicht auswählen. Du hast recht. Du sollst doch nicht mitkommen. Warum? Warum? Ich weiß, was mit uns passiert ist. Mach dir keine Sorgen. Warum darf ich nicht mitkommen? Wir kommen schon klar. Ich komme nicht klar! Ich will diesen Zug raus! Also, wir gehen jetzt. Bitte. Ja, gern geschehen. Sayonara. Sayonara. Ey, Leute, das könnt ihr mich antun. Das ist nicht euer Ernst. Ey, kann ich wenigstens vom Getränkeautomaten was haben? Was passiert denn jetzt? Ho! Ich bin aufgewacht. Ja. Ich bin auf einmal umgekippt. Ich darf nicht Leuten in Anzügen trauen. Ich darf nicht Leuten in Anzügen trauen. Glück war ein Arzt im Zug. Karui. Ja, Thrombose. Okay. Economy Class Syndrom. Ja, betrifft sehr viele Menschen, habe ich gehört. Economy Class Syndrom. Sich hinzulegen und ihr Bein zu ihm scheint geholfen zu haben. Okay. Er hat mich gerettet. Weißt du was? Ich habe mich selbst gerettet. Dieses Monster in diesem Zug. Zug wurde eine Weile angehalten. Wahrscheinlich. Hey, yo, 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 wer ist das? Wer ist das? Ein geschäftlicher Anruf. Es steht, dass eine junge Frau und ein junger Mann am Unfall beteiligt waren. Was? Die beiden waren... Das waren Geister! Das waren Geister, oder? Die waren nicht real! Die waren nicht real! Ende 2. Oh mein Gott! Alter! Was? Nein. Das sieht zwar schön aus, aber ich glaube, es ist ein Symbol, warum die beiden auf Gleisen unterwegs sind. Erinnert ihr euch noch an diese Szene? Personenschaden, als der Zug angehalten wurde. Let's go. Aber die Musik müssen wir trotzdem muten. So. Leute, ich würde an der Stelle sagen, das war eine krasse Story. Das war ein sehr gutes Spiel. Und ja, noch viele, viele Anomalien, die wir gar nicht gesehen haben. Also falls ihr den zweiten Part haben wollt. Ich denke nicht, dass es einen geben wird. Aber wenn ihr das möchtet, dann lasst einen Daumen nach oben da. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eilis raus. Was lernen wir daraus? Fahrt nicht mit der Deutschen Bahn. Haut rein und ciao.